Ihr könnt wieder dabei sein, wie wir hier versumpfen. Letztes Mal sind wir ziemlich versumpft im Sumpfhaus. Und versuchen das diesmal besser zu machen. Wir haben jetzt auch Rang 1 Geister wieder mit im Spiel. Ich weiß ja nicht, vielleicht sind die ja auch nicht ganz so schlimm wie die anderen. Dass die einen gerade so schnell töten, ist schon ne? Wir gehen mal rein. In den Lachs. So, wir nehmen wieder das. Und einen Jesus, den ich eben nicht schnell genug zur Hand gekriegt habe. Aber ich weiß auch nicht, ob er mir geholfen hätte. Vielleicht hilft ja, wenn er nicht manifestiert ist, alles irgendwie. Wäre ja auch nicht schlecht. Das wäre... Can you talk? Schön. Falsch. Can you talk? Ghost, can you talk? Kann man noch nicht. Blutflecken. Okay. Blut. Das brauche ich. Du brauchst gar nicht so dumm zu machen hier. 500 bis 1000 haben wir. Clio. Das wieder los. Ja, du bist ja die letzte Zeit Spezialist drin. Ja. Du bist... Oh, 40 Grad. Moment, was hatten wir jetzt? 40, das muss ja dann 45 bis 55. Ja, glaube ich nämlich auch, ja. Was hatten wir eben bei Partikel? 500 bis 1000. Oh, geil. Marionette oder Vampir? Fünf. Ach so, warte mal. Marionette. Da hilft nur die Fackel. Und Vampir hilft das Kreuz. Das ist ein Vampir. Das ist... Warum? Was hast du das noch gefunden? EMF5. Ah. Also ein Kreuz. Ne? Kreuz, ja. Auf eins. Und ja, jetzt auch nehmen können. Das ist ja nicht. Ja, geht schon. Okay, dann können wir den Jesus wieder wegschmeißen. Ja. Gefährlicher Ausspruch heute. Ja, schon, aber... Oh, er knurrt. Oh. So, dann wollte ich doch endlich mal in den Keller gehen hier. Eben in der Badewanne gestorben. Es war richtig übel. Ich bin rückwärts die Badewanne gefallen. Eieiei. Da ist da was. Da. Unterm Tisch. Unterm Tisch. Ach, die. Oh, das war jetzt ja fies. Echt? Uhr lag jetzt auf unterm Tisch auf einem Kästchen drauf, was du so gar nicht wirklich gesehen hast. Knarz, knarz.
Oh, mir ist kalt. Die ist kalt? Ja, der ist irgendwo in der Nähe. Dann haben wir die Tür zugemacht. Hau ab. Ich habe eine Maske. Oh, hier ist Knoblauch. Wie ist das? So, jetzt bin ich in Lichtschalter, jetzt wo ich fertig bin hier. Mach ich wieder aus. Blöde Frage. Wow. Oh. Was? Blöde Frage. Gab es hier oben schon immer einen Speicher oder konnte man da nicht hin, weil da versperrt war? Ich weiß jetzt nicht. Müsste ich sehen, kann ich es jetzt so nicht sagen. Oh, ich komme hier bis ganz hoch. Ja. Wir haben Notizblock menschlich. Er hilft auch nicht weiter. Ey. Lustig. Na gut, es ist halt ein Vampir, das muss so sein. Tell about yourself. Ah, das war der Befehl. Scheint jetzt übrigens der Befehl zu sein. Ja. Bewegt sich hektisch. Take a Voodoo Doll. Take a Voodoo Doll. Alt. Au. Also ich kann ja das jetzt mit dem Speicher da nicht sagen. Bin ich sicher gerade. Oh. Was hattest du schon an Gegenständen? Maske fehlt noch und Rose. Die habe ich, Maske habe ich. Dann fehlt die Rose noch. Blöde Rose. Aua. Aua. Wo bin ich? Ah, okay, habe ich es doch befürchtet. Okay, alle Wasserhähne aufdrehen. Den Spiegel nutzen, das kann das Kinderspielzeug ja auch gefunden. Also Spiegel und Kinderspielzeug kann ich machen, Wasser aufdrehen, dann... Haben wir den schon materialisiert? Oder das ist ja eine der Aufgaben, meinst du? Ja, der ja. Dingsaufgaben, okay. Spiegel genutzt, lege ich wieder hin. Und das Spielzeug ist hier irgendwo um die Ecke. Wenigstens bin ich jetzt diesmal nicht so schnell gestorben. Ach, mit der Voodoo-Puppe hat er noch nichts gemacht, oder? Mm-mm. Ich glaube auch nicht, dass er da noch was macht. Könnte sein, dass es keine Interaktion ist. So, so wollen wir einloggen. Wir müssen ja nicht beim ersten Mal diesmal, ne? Gehört nicht zu unseren Aufgaben, ne? Nee. Okay. Nee. Passt. Ja. Achso, da können wir ja gucken. Wir brauchen die goldene Bombe, 3 Kerzen im Haus anzünden und heiliges Feuer. Passt ja zusammen. Ich hab mich eingesperrt. Ach, okay, das Rennen ist normal. Das machen die jetzt alle. Okay. Wo ist er? Komm her, Schwein. Ein Vampir ist kein Schwein. Ach so. Hab ich vertan. Na gut, dann fange ich schon mal an, die Wasserhähne aufzudrehen. Kälte, Uhr.
Komm, wo bist du? Kerzen sollten auch schon genug an. Vampir macht, glaube ich, auch selber auch Kerzen an, oder? Kannst du ja nicht sagen. Aber ist egal, auf jeden Fall. Ne, der Dämon war das, der das gemacht hat. Weiß ich jetzt gar nicht, ob Vampir das auch tut. Aber egal, es sollten genug an sein, solange er die nicht wieder ausmacht. Wo ist denn hier jetzt noch ein Bad? Wieso? Fehlt noch was? Ja, Wasser auch drin. Ich habe die Rose aber gefunden jetzt. Ah, gut. Ich finde kein Wasser mehr. Aua! Das ist meine Windschlote. So. Ich hab mich verirrt. Hau ich dir eine goldene Bombe an den Kopf hier. Tschüss. Kerzen sind auch klar. Jetzt muss ich eben noch die Fackel vor den Kopf hauen. So, ich brauche jetzt noch Wasser. Wo war denn noch Wasser? Keine Ahnung. Ich kenne mich in diesem Haus noch nicht so toll aus. Wow. Scheiße, ich Idiot. Hab ich die Fackel vor die Tür gekloppt. Das war ja richtig dumm. Gab's hier eigentlich einen Keller? Nee, ne? Doch. Da wo es hochgeht, geht direkt daneben die Tür runter. Ah! Wo ist meine... Okay. Ah, bisher waren es aber nur zweimal erschreckend. So, was, wie kommt man denn eigentlich auf die Uhr? Gibt's die jetzt schon? Welche Uhr? Ja, wo man das erkennen kann, oder ist das noch nicht? Nee, das gab. Es war dieses Armband. Dieses neue, das war das einzig neue. Nee, der Stand vom Bus hieß es doch. Irgendwas hast du damit gesagt. Nein, das hast du gesagt. Nee, das habe ich nicht. Doch, du hast das so interpretiert. Ach, ja, das wäre praktisch. Es stand da aber nicht genau so. Deshalb kann ich das nicht sagen, ob das... Ah, jetzt komme ich ja nicht mehr raus. Es ging dabei aber um das Armband. So, das ist ja doof. So, was brauchen wir denn als nächstes? Use heiliges Feuer, alle Kerzen löschen. Na toll. Lass mal Absorber. Heiliges Salz. Bist du draußen? Ja. Ja. Holst du Salz? Ja, Plasma und Salz. Gut. So, dann versuche ich mal Kerzen zu finden. Au. Oh, ich kann ja nicht rein, bevor die Kerzen nicht aus sind.
ich denn jetzt? Na, tu. Ich find's gut, wenn es einen Zähler gäbe für Wasserhähne und Kerzen. Damit man wenigstens wüsste, ja, ist nur noch eine oder so. Und man nicht so im Dunkeln tappt. Ich hab das bei Kerzen jetzt auch gut gesagt. Ja, okay, Kerzen haben wir. Geh ich mal kurz raus. Ich hol schon mal die Ritualsachen noch. Okay, Plasma haben wir. Du hast das Salz noch? Ja, dann. Wie ich den Dolch dahin geworfen habe, aber na gut. Da ist er. So, ich bin schon bereit. Ich nicht. Ich weiß. Ah, scheiße. Ich erwischt. Nee. Ah, oh, Mann. Heiliges Salz. Ich hab's ja. Ah, oh, da geht der Plasma-Absorber auf den Sack. So. Ja, komm halt. Ah! Sag mal. Wo ist dein Problem? Ich hab dem entgegengeschmissen und es kam nichts. Wohl eher die Frage, wo ist dein Problem? Ich hab den getroffen und es ist einfach abgeprallt. Ja. Warte, das war heiliges Salz, ne? Ja. Mal ein bisschen zurück hier, weil er soll ja dich beglücken. Ja, dann greif mich an, Mensch. Wenn du es anders nicht... Na, schieb da gerade wieder Möbelstücke hier. Ich werd irre. Schon wieder. Ich krieg das nicht hin. Geht nicht. Okay, ich hole. Will nicht. Weiß nicht warum. Schmeißt es auf den, es prallt ab oder ist einfach weg. Keine Ahnung. Aber ich habe jetzt dreimal versucht. Es geht nicht. Zu dumm dafür. So, der Salzmann ist da. Ah, okay, ja, jetzt fängt er eh an zu jagen. Wäre auch für dich jetzt machbar gewesen, glaube ich. Ja, jetzt fängt er an. Ja, super. So, dann können wir jetzt. Ja. So, was sind die Sachen? Also ich wie immer Rose, Empfänger, Uhr.
So, dann. Auf geht's. Okay, Nein. Was ist da? Ah. Nein. Boah, Schwein gehabt. Meinen habe ich jetzt tot gewesen. Weil mein Mausrad ein bisschen zu empfindlich reagiert hat. Mann, jetzt lass mich doch mal. Ja toll, das funktioniert ja prima hier. Ich stelle mich jetzt mal in die Ecke hier. Ja. Ist besser, ne? Ja. Oh, ist aber beide raus. Wir sind raus? Nö. Hä? Aus der Lobby doch. Schon? Ja, schon. Komisch. Obwohl ich immer noch das Lobbybild hier sehe. Ja, das hatte ich auch. Ah, warte. Aber das ist ganz gut, weil ich habe jetzt überlegt, ich kaufe mir jetzt einfach mal die Armschiene. Ist, ich meine, klar, 20.000 ist eine Menge Geld. Oh. Aber ich habe ja, obwohl, ja gut, zwischendurch muss ich auch mal andere Sachen kaufen. Egal, ich will die jetzt haben. Ich will es wissen. Oh. So. Die ist ja dann automatisch ausgerüstet, ne? Mhm. Musst du dann eigentlich für das, wenn du zurück willst, nochmal neu zahlen? Was, wenn ich zurück will? Ja, wenn du nochmal das Armband haben willst. Das steht jetzt, Moment, einfach absch- nee, ich, wahrscheinlich ist der Schutz inbegriffen in dem anderen Armband. Du kannst das gar nicht mehr. Meinst du? Das ist, ja, das ist jetzt, da ist kein... Ich teste das auch mal aus, komm. Ja, eben. Ah, nee, ich kann wechseln. Kostet nichts mehr, siehst du. Okay, bei mir war jetzt gerade nichts mit wechseln. Hä? Warte mal, muss nochmal zurück. Das Armband steht bei mir jetzt, ja gut, 5000 rot, ist klar. Am Moment. Ja, das mittlere ist, steht kein Preis mehr da, du kannst wechseln. Das ist die Frage, so. Hat man das beides jetzt an? Weil das leuchtet ja auch immer noch grün, oder heißt das nur, ich besitze das? Nee, das heißt nur, du besitzt das, wenn du drauf... Ja, nee. Weiß ich nicht, vielleicht hat man ja auch beides an. Ja, oder wie gesagt, ist die Funktion des einen vielleicht dem anderen drin? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir schauen mal. Neues Spiel. Machen wir noch ein relativ... Machen wir noch eine Polizeistation, würde ich sagen. Ja, ja. Und dann muss ich mal... Ja, ja. Beim nächsten Rastplatz dann anhalten. Mal. Wieder daheim fahren. So, auf geht's. Hey, steht das? Ich hatte das auf privat stehen, oder? Ach nee, das war bestimmt eben noch. Egal. Hauptsache ist jetzt privat. Aber hätten doch eh nur zwei eingepasst, oder wäre das dann... Na, keine Ahnung. Nee, dann... Ja, außer es passiert, bevor ich dich einlade, dass dann jemand reinkommt. Das wäre schlecht. Boah. Das ist ein Sound, ey. Ja. Wieder. So, was müssen wir eigentlich machen? Ein Foto vom Gespenst machen? Jetzt verschleppt er mich. Wieso verschleppt er mich jetzt? Achso, dann wirkt das Armband nicht mehr. Ach, das ist doch... mit dran. Ach, was ein Blödmann. Mach ein Foto von der Antwort des Geistes. Soja. Ja, dann geht es nicht mehr.
Das ist natürlich doof. Das ist echt doof. Dann ist die Uhr doof. Ja. Ich will nicht verschleppt werden, obwohl verschleppen macht eigentlich ja nichts, aber. Nee, aber das stört manchmal halt, wenn du gerade irgendwo was untersuchen willst oder was gefunden hast und dann zerrt er dich weg. Das ist immer. Das ging schnell. Was? Das Knurren. Ach so, ja, stimmt. Moment, wo bin ich denn jetzt? Das auskommen? Mein Gang. Ja. Ich musste mich frisch orientieren. So, jetzt erstmal was holen hier. Blutflecken? Also, okay, wir haben Blut und wir haben Knochen. So. Knochen verstanden. Jetzt sind wir jetzt gerade irritiert. Ja, wir haben einen Knochen. Immer ein Kreuz mit. Warum auch immer. Traumfänger haben wir. Hat gerade Licht angemacht. Eine Kerze angemacht, meine ich. Okay. Könnte ein Dämon sein. Hab ich ja Bock drauf. Unfassbar. Wow. Der zieht jetzt eine. Der zieht jetzt eine Feuerdings dahinter sich her. Okay. So, und ja, jetzt. Wie finde ich jetzt diese Dinger? Moment, wo muss ich denn da. Wie kann ich denn da jetzt drauf zugreifen? Ah! Da ist einer. Kann ich denn da jetzt drauf zugreifen? Nee, auf die Uhr. Ich weiß es nicht. Normalerweise funktioniert die doch nur automatisch schon. Ja, aber dann wüsste ich nicht, was ich jetzt für Vorteile durch die Uhr habe. Ich auch nicht. Weil ich sehe die Dinger ja ganz normal. Da passiert irgendwas? Ja. Unser Board von einer Ecke in die andere. Ich trage, muss das gleich eintragen. Ich jag jetzt erstmal gerade diesen Dinger dahinter her. Ja. Alles wieder da oben rum. Ich habe kein Kreuz mehr. Das ist jetzt mein Nachteil. Jetzt bin ich gleich wieder tot. Oh je. Nee, ist die Voodoo-Puppe. Ah! Nein, das will ich auch nicht. Wo habe ich denn mein Kreuz verloren? Hilfe! Egal. Ich gehe es mir neu kaufen. Ah! Weil du hast nichts mehr, wenn du aufwachst. Das ist dann komplett. Ja, okay. So, wir haben Blutflecken. Wir haben was noch? Wir haben Uja von einer Ecke in die andere. Naja, und Knurren. Ja, und Knurren. Okay, da ist ja noch alle drin. Naja. Aber kein Dämon mehr. Okay. Ja, gibt vielleicht noch andere, die auch Kerzen anzünden. Ah, okay. Da weiß ich halt immer noch nicht, was funktioniert, ne? Dann nehme ich mal Christus mit in der Zeit. Christus.
Ja, EMF ist jetzt natürlich genial, weil ich habe mein EMF verloren. Oh. Weißt du denn wo? Nee. Der ist ja gerade hinterhergerannt. Scheiße! Was ist das denn jetzt? Ich glaube eher, dass das ein Babadook oder so ist. Die ist mir hinterhergerannt? Nee, das warst du. Also, ne? Ach so, oh Gott. Ja. Ach so, jetzt habe ich kein Foto mehr. Na toll. Will mir nicht selbst begegnen. Was habe ich denn jetzt für ein Foto gemacht? Vom Geist oder vom Ouija-Brett? Ah. Könnte der mal bitte jetzt mir ein Signal geben? Hast du EMF gefunden, oder? Nee, für Partikelzähler meine ich. Jetzt sich verschleppt. Und dann gibt es wenigstens eine Temperatur. 19 Grad, 20 Grad, ey, das kann es aber nicht gewesen sein, oder? Boah, ich krieg doch nichts über den Partikelzähler. Ja, super. Also Jesus hat mir auf jeden Fall geholfen. Jesus hat dir geholfen? Oh je, da muss ich schnell raus. Ich habe keinen Jesus. Gut, vielleicht wirkt es ja, wirken andere Sachen ja auch. Ja, ja, kann natürlich sein, klar. Ich habe halt das Kreuz bei, aber das kam ja noch nicht zum Einsatz. Aber wenn der Jesus auf jeden Fall hilft, dann nehme ich mir den natürlich auch. Ich glaube, es war ein 5er EMF. Okay. Nee, Babadook ist dann nicht mehr drin. Ein Traumverschlinger könnte es vielleicht sein. Hatten wir Thermometer? Nee, also ich hatte. Der hatte mich ja verschleppt. Und normalerweise direkt nach dem Verschleppen sieht man ja eine Temperatur. Und da war ich bei 20 Grad. Aber 20 Grad ist doch keine. Oder ist das eine Geistertemperatur? Hoch. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Mal eben gucken. Ja. Minus 20, 50, nee, das ist keine. Haben sie das vielleicht geändert, dass wenn er einen verschleppt hat, dass er nicht sofort eine Temperatur liefert? Oh, menschliches im Notizbuch? Also ein. Ja, menschlich. Ja. Vampir oder Krampus? Wo bin ich gestorben? Ich brauche die Videokamera. Oh, kann der mal die Türen offen lassen, wenn es geht? Danke. Okay, dann wäre das. Dann wäre das ein Krampus. Echt? Ja, weil nur bei dem die Jesus-Statue hilft, bei dem Papier nicht. Tot. Okay, Räucherstäbchen haben nicht geholfen. Nee, hätte ich ja sagen können. Ach so, ja, gut. Ja. Der Jesus hilft. Also, wenn es der Krampus ist, aber du sagtest ja, der Jesus hätte geholfen. Ja. Thermometer. Ne, Thermometer nicht. Du hattest gesagt eben F5, ne? Hm. Ja gut, das ändert ja auch nichts an der Auswahl. Was hätte er denn für eine Temperatur? Minus 20 bis minus 10 hätte er dann. Aber trägt der hier. Aua, jetzt hast du mir. Scheiße, du hast mich gerade in der Tür eingeklemmt. Oh. Was? Hast du mich in der Tür eingeklemmt? Das hat doch den wieder aufgemacht. Es steht ein Sofa. Jetzt komme ich nicht über das Sofa drüber.
Als Geist ist doch unfassbar. So, da liege ich jetzt, könnte. Wo? Ah, da! Komm her, Kugel, komm, komm! So, jetzt brauche ich ganz schnell meinen Jesus, der da liegt. Du, dass der da steht? Ja, das bin ich. Mann, der. Ich. Ja, oder ein Jesus kaum. Das war jetzt sehr merkwürdig. Was denn? Der hat mich angegriffen, ich habe den Jesus hier gehalten, dann macht es aber so, dann sehe ich plötzlich mich vor mir stehen. Und dann ist aber an dem Jesus nichts passiert. Und dann tauchte er nochmal auf, wieder direkt vor mir. Und dann hat er mir, sag mal, dann hat er mir aber eine Kordel am Jesus weggemacht. Aber erst beim zweiten, beim ersten Angriff. Ja, das war ein Erschreckangriff, sag ich ja. Achso, der Erschreckangriff, stimmt ja, den gibt's ja jetzt auch. Genau, da passiert dann nichts. Den gibt's ja jetzt auch, stimmt ja. Jetzt hat er mir einen Ventilator übergeschmissen. Mir fehlen immer noch Dinger, Gegenstände. Jetzt hat er hier ein Sofa in den Weg geräumt, der Blödmann. Ja, ja. Was ist denn jetzt eigentlich mit der Voodoo-Puppe? Take a Voodoo-Doll. Okay, weggeschmissen. Das war prompt. Ja. Voodoo wirft gequält, ist er. Fehlt denn jetzt noch Raum und die Uhr und die Maske? Kann doch nicht so schwer sein, die zu finden. Ja, ich komme im Moment überhaupt nicht so recht zum Suchen, weil ich bin die ganze Zeit nur noch auf der Jagd nach Partikeln hier. Weil der ist ja immer nur für 3 Sekunden mal über einen Partikelzähler drin und dann verschwindet der wieder. Ist der mir da auch dann so mal vorgeschoben? So, 500 bis 1000 haben wir. So, dann ist das ein Senior. Ah! Schieb das scheiß Sofa mal weg. So, ich manifestiere ihn. Brauche ich auch das Thermometer nicht mehr. So, heiliges Feuer, Kolben mit Asche, verfluchter Spiegel. Oh, Grammus, ich hatte gerade. Ah! Vor mir! Lass die Tür auf, verdammte Hacke. Ich hab's gesagt, heiliges Feuer. Bin verletzt. Ballett. Ai, ai. Aber, wie funktioniert denn das Armband? Das muss ich jetzt gerne mal wissen. Ich hab direkt 2 Sachen vor den Kopf gehauen. So, verfluchten Spiegel brauchen wir. Der ist in dem Durchgangsbüro. Ja, und da müssen wir 5 Lichter anmachen. Oh. Oh. Typ. Was sollen wir den Spiegel machen? Benutzen. Okay, alles klar. Hab ich.
Okay, dann müssen wir jetzt schon Lichter. Sind hier der Lichtschalter, verdammt. Oh, danke. Ja, sind nicht überall Lichtschalter, ne? Okay. Mensch, hau ab, Typ. Jetzt aber mit der Schreckerei hier. Ne, ich wollte gar nicht hier hoch. So, was kommt jetzt noch? Jetzt kommt Feuersalz, alle Lichter ausschalten. Geh weg. Aber der hat's aber jetzt auch. Schmeißt er mich mit dem Ventilator? Ja, das macht er gern. Das kann er. Okay, wenn ich kann, nicht schade, dann nicht. Ich kann wohl nicht mehr rennen. Dann bin ich wohl verletzt. Ja. Mal kurz erholen im Bus. So, was brauchen wir denn sonst noch? Goldene Bombe. Feuersalz hattest du? Nee. Na gut, dann nehme ich das Feuersalz. Dann nehme ich die goldene Bombe. Saba! Hä? Bin ich jetzt tot? Nee, ich habe nur meine Sachen verloren, okay. Ja. Oh, aber nee. Im Vor allem Bus. Vom Bus, ey. Ja, quasi noch im Bus. Was soll das denn? Der ist ja übel drauf. Ach, ich will noch einen neuen Jesus kaufen. Sicher. Ja, ich habe leider auch nur noch eine Kordel dran. Ja, das ist mir zu riskant. Ist es, ja. Wo bist du? Na? Ah! Hab ich einen Jesus liegen lassen? Ey. Hoffst du dir einen Jesus lässt in den Bus liegen? Schlimm. Lichter ausschalten, aber auch ja, goldene Bombe ist dran. Haben wir jetzt alle Sachen da? Alle? Ja. Gut. Der Finger auch schon. Ich habe aber die Speer vergessen. Okay. Uah. Gehst du holen? Ja. Okay. Tür aufgemacht, Bombe ins Gesicht geschmissen. Jetzt muss das sein. Jetzt macht er hier. Ja, gut, hat mir unten im Keller einen Spinn vor den Gang geschoben. Ah. Aber hat gerade wieder aufgemacht, als ich da ankam. Hab ich Glück gehabt. Oh Gott, jetzt geht mein letzter Jesus-Kordel weg. Oder? Nö, kommt gar nicht. Sehr gut. Ich brauche meine Sachen. Ich sehe nichts. Ich auch nicht, aber ist egal. Maske. Zufällig in der Hand gehabt. Okay.
Ah. Wow. Schädel. Na, das war doch solide, ey. Ja. Uhu. Ich habe ganz vergessen, dass es die Spritzen gab. Ich habe mir noch gar keine reingezogen. Stimmt, Spritze habe ich heute auch nicht. Aber die sind ja auch bei diesem Lauf- oder Stirb-Dings hauptsächlich zu brauchen. Ja, schön. Ich wusste zwar nicht, wie ich das zur Armband benutze. Ja. Ja, ich weiß nicht. Hat mich jetzt auch nicht überzeugt, das Armband. Nee. Dafür 20.000. Dann doch lieber nicht, dann doch lieber nicht weggeschleppt werden. Ja, ja, finde ich auch. Gut. Dann sind wir für heute durch mit dieser Folge und wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaut, bis dahin sagen wir ciao, ciao.